Frank, der Parteitag neigt sich dem Ende zu. Welches Fazit würdest du ziehen? Also ich bin bisher außerordentlich zufrieden mit dem Parteitag. Nicht zuletzt auch wegen der außerordentlich guten Organisation unseres Bundesorganisationsleiters, aber auch aufgrund der guten Vorbereitung durch die Polizei, die dafür gesorgt hat, dass wir hier unbehelligt unseren Parteitag durchführen konnten. Wir mussten der Presse ja leider entnehmen, dass insbesondere linksextreme, gewaltbereite Gruppen hier für Terror in der Stadt gesorgt haben. Es gab Verletzte, es gab viele Festnahmen und hier lässt sich wieder einmal feststellen, dass Gewalt nicht von der NPD ausgeht, sondern von linksextremen Gegendemonstranten. Wir hatten gestern hier eine sehr gute Pressekonferenz, die gut besucht war. Wir konnten während dieser Pressekonferenz deutlich machen, wo die Schwerpunkte der Nationaldemokratischen Partei in der Asylpolitik liegen. Wir konnten rüberbringen, dass wir nicht grundsätzlich gegen Asyl sind, aber dass Deutschland nicht das Sozialamt für die ganze Welt ist. Ich konnte überdies herausstreichen, wo wesentliche Unterschiede beispielsweise in Bezug zur AfD liegen, nämlich dass die AfD etwa die Westbindung favorisiert. Wir hingegen sagen, dass auch ein Ursprung der Flüchtlingswelle in der Kriegspolitik der USA liegt und wir kein Freund der NATO und dieser sogenannten Westbindung sind. Zum anderen konnte ich herausstreichen, dass im Vergleich zur AfD, die mehrheitlich sagt, dass Deutschland durchaus ein Einwanderungsland sein kann, wir als Nationaldemokraten felsenfest dazu stehen, dass Deutschland eben kein Einwanderungsland ist, sondern die Heimat der Deutschen bleiben muss. Zudem haben wir zwei neue Mitglieder in unseren Parteivorstand gewählt. Wir haben lange und ausführlich über unsere neue Satzung diskutiert, die hier im Hintergrund gerade abschließend diskutiert wird. Und wir werden dann gleich noch politische Anträge behandeln, unter anderem einen Leitantrag des Parteivorstandes, der sich wiederum ausführlich mit der Asylpolitik beschäftigen wird. Dann danke ich dir ganz herzlich und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.